Daraus folgt, D kann nicht das kleinste Element in Tn ohne 1 gewesen sein. Das brauchen wir nicht hier. Das klammere ich mal ein. Wir wissen, A teilt N und A ist kleiner d. Also ist A in dieser Menge da drin. A ist in dieser Menge da drin, weil A N teilt und A ist kleiner d. Also kann d nicht das kleinste Element gewesen sein in Tn ohne 1. Das ist ein Widerspruch. Wir haben also die Annahme, dass d keine Primzahl ist, zu einem Widerspruch geführt, zu einer Unmöglichkeit. Also muss diese Annahme hier falsch sein. Also folgt daraus, d muss eine Primzahl sein. Bewiesen. So, machen Sie sich darüber mal kurz Gedanken, während ich die Tafel wische. Jetzt können wir den Hauptsatz der elementaren Zahlentheorie beweisen. Sie erinnern sich? Der Hauptsatz der elementaren Zahlentheorie besagt, dass für jede natürliche Zahl größer gleich 2 eine eindeutige Primfaktorzerlegung existiert. Und dass etwas Eindeutiges existiert, zeigt man in der Mathematik so. Man zeigt erstmal, dass überhaupt eine existiert. Mindestens eine. Existenz heißt ja immer mindestens 1. Man zeigt also erstmal die Existenz und anschließend zeigt man, dass das, was existiert, eindeutig ist, dass es dann nur genau 1 geben kann. Also man zeigt praktisch erstmal, es gibt mindestens 1, dann zeigt man, es gibt maximal 1 und mit mindestens 1 und maximal 1 hat man gezeigt, es gibt genau 1. Logo, ne? So. Wir zeigen jetzt also mal, es gibt mindestens eine Primfaktorzerlegung. Sei n Element n ohne 1. So, und jetzt nehmen wir den Satz des kleinsten Teilers, um zu zeigen, dass es mindestens eine Primfaktorzerlegung gibt. Und wir verwenden hier eine sogenannte Fallunterscheidung. Primfaktorzerlegung ist im Prinzip auf 2 Fälle definiert, nämlich einmal n ist eine Primzahl und n ist keine Primzahl. Und genau das verwenden wir jetzt beim Beweis. Fall 1, n ist Primzahl. Dann bin ich fertig. Lalala, der war einfach. Ja? Dann hat n nämlich eine Primfaktorzerlegung. Nämlich sich selbst. Fall 2, n ist keine Primzahl. Damit habe ich alle beiden Fälle abgedeckt, ne? Dann kann ich Folgendes machen. Wenn n keine Primzahl ist, dann weiß ich, daraus folgt, es existieren d1 und q1, nenne ich sie mal, Element der natürlichen Zahlen ohne die 1. Mit d1 mal q1 ist gleich n. Und ich sage gleichzeitig dabei, d1 ist das kleinste Element in Tn ohne die 1, also D1 Element P. Wenn n keine Primzahl ist, dann wende ich den Satz vom kleinsten Teiler an und sage, wenn n keine Primzahl ist, dann nehme ich mir diesen kleinsten Teiler von n, nehme den Komplementärteiler, sage n ist gerade dieses d1 mal q1 und ich weiß, d1 ist eine Primzahl.
D1 ist der kleinste Teiler, lässt sich nicht weiter zerteilen und ist eine Primzahl. Dann betrachte Q1. Jetzt gucken wir uns Q1 an. Fall 1. Q1 Element Primzahlen. Dann wissen wir, okay, dann ist n gleich D1 mal Q1 PFZ von n. Also wenn Q1 eine Primzahl ist, dann habe ich mit dem kleinsten Teiler D1 und Q1 bereits eine Primfaktorzerlegung gefunden. Fall 2. Q2 Nicht-Element Primzahlen. Q1 natürlich, klar. So. Dann verfahre, schreibe jetzt mal hin wie oben. Das heißt, es existieren D2 mal Q2 ist gleich Q1. Ja? Also wenn Q1 keine Primzahl ist, dann gibt es wieder einen kleinsten Teiler von Q1, der Primzahl ist, und dann ein Komplementärteiler dazu, Q2. Ich schreibe das jetzt mal hier nicht in aller Ausführlichkeit auf, sondern ich argumentiere mehr hier. Ich kann also das Q1, wenn es keine Primzahl ist, wieder genauso zerlegen wie mein n hier oben, in einen kleinsten Teiler, der Primzahl ist, und Q2. Ja? Ich habe Frage zu dem Fall 2, ob das erste Mal. Da heißt, und D1 ist das kleinste Element von Dn. Ja. Muss es das sein? Oder kann es auch ein anderes sein? Ich gebe ein Beispiel, wenn wir die 12 teilen, wäre der kleinste eine 2, aber es könnte ja auch die 3 sein. Ja, okay, sagen wir so, es könnte auch ein anderer Primfaktor sein, genau, aber bei dem weiß ich im allgemeinen Fall nicht, dass es ihn gibt. Ich weiß aber mit dem Satz vom kleinsten Teiler, dass es auf jeden Fall mal der kleinste Teiler eine Primzahl ist. Das weiß ich, also nehme ich mir den. Man könnte natürlich rein theoretisch auch einen anderen nehmen, aber da weiß ich nicht, ob es ihn gibt. Im allgemeinen Fall weiß ich aber den kleinsten Teiler, die Primzahl, kleinster Teiler, die gibt's und die nehme ich. So. Das bedeutet, und Sie sehen die Struktur, das geht immer so weiter. Ne? Letztlich ist hier nämlich dann n gleich D1 mal D2 mal Q2. Und dann nimm dir das hier, schau dir das an. Da gibt es wieder zwei Fälle. Primzahl, fertig. Wenn es eine Primzahl ist, fertig. Wenn es keine Primzahl ist, dann zerlege Q2 wieder in den kleinsten Teiler und so weiter und so weiter. Und Sie wissen auch, dass die Qs jeweils immer kleiner werden. Das Q1 ist kleiner als n. Das Q2 ist kleiner als Q1. Wir haben also mit diesen Qs eine Folge, die immer echt kleiner wird. Und da wir uns in natürlichen Zahlen bewegen, muss das irgendwann enden. Wenn wir uns in den ganzen Zahlen befinden würden, dann könnte es unendlich lang kleiner werden. In natürlichen Zahlen ist aber spätestens mal, also allerspätestens bei der 1 Schluss. Aber die erreichen wir gar nicht, weil wir immer sozusagen immer aus den Zahlen größer gleich 2 schöpfen. Das heißt, bei 2 ist spätestens Schluss. So, das heißt, es gibt auf jeden Fall eine Primfaktorzerlegung. Die kann ich finden, indem ich immer den kleinsten Teiler nehme und ausfaktorisiere und vom Rest wieder den kleinsten Teiler rausfaktorisiere. Also praktisch genau das, was Sie vorhin gemacht haben, als Sie die Primfaktorzerlegung 920 gefunden haben. Ich habe nichts anderes gemacht hier, als das, was Sie vorhin gemacht haben, zu formalisieren. Ich habe bewiesen, dass das geht. Ich habe immer den kleinsten rausgenommen, hier oben, oder Sie haben immer die kleinste Primzahl rausgenommen und rausfaktorisiert. Und das ist das Prinzip hier, das hier in dem Beweis zum Tragen kommt. Ja? Kann man jetzt sagen, dass es nur eine gibt? Eine Primfaktorzerlegung schon daran, oder muss man jetzt nochmal? Genau. Nein, daran, also die Frage ist, ob man daran jetzt schon sagen kann, dass es nur genau eine gibt? Nee.
Ich habe jetzt hier gezeigt, wie ich eine finden kann. Das heißt, ich weiß, existiert eine. Ich weiß aber nicht, dass es nicht noch eine andere gibt. Vielleicht könnte ich mit einem anderen Verfahren eine andere finden. Das weiß ich noch nicht. Insofern muss ich jetzt in einem zweiten Teil des Beweises zeigen, dass es genau eine geben kann. Okay, es gibt im Buch noch einen weiteren Beweis, einen Induktionsbeweis. Den habe ich gestern vorgeführt in der Vorlesung. Allerdings bin ich dann nicht fertig geworden. Ich würde gerne mit dem Hauptsatzbeweis fertig werden heute. Deswegen lasse ich den Induktionsbeweis. Das ist nur ein alternativer Beweis, ist hierfür weg. Einer langt ja. Sie können es ihn aber mal durchlesen. Aus Interesse, sage ich mal. Ja? So. Jetzt schaue ich mal gerade auf die Uhr. 15 Minuten, das reicht mir noch. Also 12 Minuten. Okay. So, jetzt müssen Sie vollste Konzentration zeigen. Und ich auch. Sie müssen ganz still sein, ich muss mich konzentrieren. Ja, das ist so wie im Zirkus. Bei den spannenden Teilen muss man total ruhig sein, damit der Artist sich konzentrieren kann. Nein, Quatsch. Also, okay, das ist aber wirklich ein komplizierter Teil jetzt. Dann müssen Sie versuchen, mal Schritt für Schritt mitzudenken. Wir wissen jetzt, es gibt auf jeden Fall mal eine Primfaktorzerlegung. Und jetzt wollen wir zeigen, dass es genau eine gibt. Wie zeigt man, dass es genau eine gibt? Macht man häufig auch so. Ja? Es gibt eine zweite und zeigt, dass es nicht stimmt. Genau. Indirekter Beweis. Wir nehmen an, es gibt mehr als eine. Und dann zeigen wir, dass es zum Widerspruch führt. Also gehen wir mal davon aus, es gibt zwei Primfaktorzerlegungen. Oder anders gesagt, gehen wir mal davon aus, es gibt eine Menge von natürlichen Zahlen, aufgepasst, es gibt eine Menge von natürlichen Zahlen, die mehr als eine Primfaktorzerlegung haben. Ich habe also alle natürlichen Zahlen und ich greife mir mal all die raus, die mehr als eine Primfaktorzerlegung haben. Dann wissen wir, also ich habe jetzt eine nicht leere Teilmenge der natürlichen Zahlen, ich gehe davon aus, die gibt es. Ich habe eine nicht leere Teilmenge der natürlichen Zahlen, in denen nur Zahlen sind, die mehr als eine Primfaktorzerlegung haben, also zwei, drei oder mehr Primfaktorzerlegungen. Dann gibt es nach dem Wohlordnungsprinzip eine kleinste. Dann gibt es eine kleinste natürliche Zahl, die mehr als eine Primfaktorzerlegung hat. Ja? Klar, Sie haben die Menge der natürlichen Zahlen. Vielleicht haben die ersten paar jeweils nur eine Primfaktorzerlegung, aber irgendwann kommt mal die kleinste, die mehr als eine Primfaktorzerlegung hat. Und die betrachten wir jetzt. Sei n die kleinste natürliche Zahl mit mehr als einer Primfaktorzerlegung. Dann hat n mindestens mal 2. Und die schreiben wir mal auf. N ist gleich P1 mal P2 mal Punkt, Punkt, Punkt mal PK. Das sei aber die erste Primfaktorzerlegung von n. Und dann gibt es noch eine zweite. N ist gleich Q1 mal Q2 mal und so weiter mal QL. Und jeweils mit PI und QJ Element der Primzahlen. Also ich nehme jetzt so eine Primfaktorzerlegung PI, das sind PIs und dann habe ich noch die QJs als zweite Primfaktorzerlegung. Natürlich sind die Ps und die Qs aus den Primzahlen, sonst wäre es ja keine Primfaktorzerlegung. Jetzt weiß ich, die Ps und die Qs müssen alle paarweise verschieden sein. Es kann kein PI gleich einem QJ sein.